Und dann habe ich mein Haus zu Ende gemalt. Hallo, meine Lieben. Ja, es ist, glaube ich, jetzt 1, 2 Uhr. Und ich habe gerade geduscht, wie man sieht. Und ja, heute ist mein Babysitter-Job. Und deswegen, ja, kann ich heute nicht viel filmen und nicht viel machen. Aber ich dachte, euch nehme ich trotzdem mit. Und ja, die kleinen Mäuse sind auch noch im Bettchen. Und der Felix muss gerade oben unser WLAN wieder heile machen. Kann ich keine Videos mehr hochladen. Das ist nicht gut, ne? Ja. Klein schlafen hier. Die werden wir jetzt gleich mal aufwecken. Und dann mal umziehen. Schauen, was die Kleinen heute anziehen. Ich glaube, irgendwas Entspanntes, weil die ja heute den ganzen Tag hier zu Hause sind alleine. Irgendwas Entspanntes für die Mäuse. Ne? So. So, mein Lieben, ich habe mir für Lennox überlegt, dass er diese Latzhose zusammenkommt, die so richtig chillig, also so ganz weich und kuschelig und bequem. Einfach ja wie so ein Strampler. Und der Jaden bekommt einen Strampler an zu unserem ganz neuen. Den habe ich gerade erst gekauft. Und den bekommt der Kleine an. Ja. Und beide haben jeweils einen weißen Body an und den lassen wir unter. Und hier ein weißer Body drunter, hier ein weißer Body drunter. Passt perfekt. Und deswegen ziehe ich die Kleine jetzt mal schnell um. Lennox und der Jade ist hier. Auch ganz schicki. Er hat noch seine Fäustlinge an. Meine Lieben, wir sind gerade ganz fleißig am Malen. Also wir haben so kleine Häuschen von Thom bekommen, von Thom Baumarkt. Und das hier ist mein Haus. Also mein Haus ist so richtig schön. Das ist so ein helles Grün, das ist ganz helles Grün. Ja, Pforte ist so schwarz, so braun. Und ja, das Fenster wird auch noch braun und das andere Fenster wird auch noch braun. Also das sind wir gerade am Malen. Und mein Dach ist dieses hier. Das ist so rot. Das gehört meiner Schwester. Meine Schwester ist hier gerade an ihrem Haus. Das wird so ein richtig schönes Blau. Ein richtig schönes Babyblau. Sag mal hallo. Hallo. Genau. Und so sieht hier unser Küchentisch aus. Also wir sind alle fleißig am Malen. Mein Bruder hat so ein kleines Schiffchen hier. Und das malt er auch gleich gerade fleißig. Das hier hat Felix gemalt, also das Segel vom Schiff. Ja, und so sind wir gerade am Malen. Und ich, mein Haus muss jetzt trocknen, bis ich weitermachen kann. Und deswegen bin ich gerade am Kochen. Es gibt Tortellinis. Meine Eltern sind übrigens gar nicht da. Nicht im Wunder, dass ich hier irgendwie koche oder so. Also ich koche gerne, aber nicht wundern. ja, dafür muss ich jetzt Zwiebel schneiden. Und hier kochen gleich die Tortellinis drin. Die können jetzt hier rein. Ja, euch. Außer meine Geschwister, die zittern jetzt wie das hier. Und wir haben zu zählen. Ja, gut. Und Felix. Sind ja eigentlich ihre eigenen. Der Felix muss dann die auch zitten. Hey, warum eigentlich eine. Tollegis kochen jetzt? Es ist eine richtige Menge, aber wir sind auch eine große Familie. Ich mach mal kurz hier das Licht an. Oh. Ja, und hier kommen jetzt die Zwiebeln rein, die muss ich jetzt hier schneiden. Ich versuche nicht zu rollen, aber ich bin eigentlich immer sehr, sehr tapfer. Ja, wir haben jetzt hier 6 Tüten geleert, was Tortellinis angeht. Das heißt, fast 2 Kilo an Tortellinis. Ja, die brusten jetzt hier vor sich hin und dann kann der Schatz immer was zu trinken machen für uns. Ja, und dann warte ich mal, bis mein Haus trocken ist, dann kann ich nicht weitermachen in meinem Haus. Was machst du da, Mami? Ja.
nichts. Ja, Mai sieht es bei dir aus. Mai ist nicht viel weitergekommen hier. Musst du neue Farben mischen gerade. Ja. Der Guckmenge sieht doch eigentlich ganz schön aus. Oh ja, das Anthrazit gefällt mir, Leute. Gefällt euch auch dieses Anthrazit bei dem Boot? Schaut mal. Ich finde das richtig cool. Eigentlich wollten wir es braun machen, aber wir haben kein Braun mehr, weil ich das jetzt für meine Haustür verbraucht habe. Hey, ich bin auch braun. Nein, du hast das Schiff. Ich brauche einen Hafen. Ein Hafen, deswegen brauchst du mein Haus. Ja. Aha. Scheiße. Was? Scheiße sagt man nicht. Scheiße. Na, mal, ich bei mir gucken kleine Kinder zu, ja? Oh. Ich hier irgendwelche Fremdwörter zu sagen. Sag doch Mist, das ist einfach raus. Ja, mach ich. Mist, kannst du sagen. Genau. Aber generell soll man keine Schimpfwörter sagen, ja, das ist ja unhöflich. Oder generell, wieso sagt man Schimpfwörter, ja? Ich, weil sonst gibt's Ärger, wenn ich, weil sonst, ich darf das nicht auf meinem Kanal. Was? Musik. Ja. Geh mal. Sonst weil ich ja sonst... Kommen die und erst bekommst du deinen Strike auf YouTube, das ist wie Punkt in Flensburg, wenn du Auto fährst. Und die Loch ich, die machen. Ja, aber die bezahlen dafür. Das ja auch. Die aber ich, aber Marvin, die kriegen auch Unmengen an Geld, ich nicht. So, Zwiebeln sind geschnitten und sie werden jetzt angebracht und ja, das hier überkocht schon ziemlich. Das ist echt eine Menge, ich weiß gar nicht, was meine Mutter damit alles füttern will. Ja, mir kommt ja auch mal Hallo sagen. Juhu. Unhöflich. Mein Hund hat heute schon Hallo, nein, mein Hund hat auch nicht Hallo gesagt. Will ich sag mal Hallo. Ja. Und hat heute schon. Wir erwarten übrigens noch ein Paket, deswegen warte ich die ganze Zeit auf den Postboten. So, mein Lieben, unser Paket ist angekommen. Wir haben gerade gegessen und ja, das Paket ist angekommen. Ich habe es gerade mal geöffnet und ich werde es jetzt auspacken. Soll ich jetzt ein extra Video dazu machen oder ist in dem Video, Schatz? Das auspacken? Ja. Extra. Okay, dann drehe ich jetzt ein extra Video für euch und dann könnt ihr euch freuen auf diesen Haul mal wieder. Also so könnte ich schon mal einen groben Einblick bekommen. Gut, dann drehe ich jetzt das Video und dann fahren wir gleich zur Post. Der Felix ist sehr, sehr müde. Ne, schau, zeig dich mal. So, meine Lieben, wir fahren jetzt zur Post. Der Lauf ist ja umgezogen. Ich habe gerade noch ein Instagram-Foto gemacht. Das werde ich jetzt gleich hochladen. Und dann fahren wir zur Post. Und schau, was wir dann noch machen. Ich weiß nicht. Tag ist schon wieder vorbei. Das ist irgendwie. Die Schule will mich wieder haben. Das ist irgendwie alles doof. Ich will wieder in Urlaub oder keine Schule. Nee. Nee. Willst du arbeiten? Ich glaube, ich muss jetzt. November, Dezember. Ich muss jetzt. 6, 7 Wochen, 8 Wochen in die Schule. 8 Wochen. Du, ich muss noch ein ganzes Jahr warten. Erst dann habe ich wieder Urlaub. Ich habe das ganze Jahr keinen Urlaub mehr. Ja, aber nächstes Jahr. Ja, aber nur einmal im Jahr. Also, wann ich den nehme, irgendwo Mitte des Jahres. Das heißt, ich muss noch ein halbes Jahr warten, mindestens. Der Arme. Meine Liebe, wir haben jetzt noch ein bisschen Kaffee gemacht gerade. Also, wir haben Kuchen gegessen und Pudding. Und dann habe ich mein Haus zu Ende gemalt und ich bin sehr, sehr zufrieden und der Felix auch. Und ich zeige es euch einfach mal. So sieht das Ganze aus. Also, ich drehe jetzt einmal. So. Das ist so die Vorderseite. Ich habe hier so Pflanzen. Hier ist ein Briefkasten. Hier oben noch ein Vogelnest. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Pflanzen. Hier noch einen Busch. Und der Busch hat sogar so, das seht ihr gar nicht. Aber der hat sogar Äste drin. Ne? Hier haben wir noch 2 Büsche und so ein Vogelhaus und das Herz, was hier so das Fenster ist, so ein bisschen schwarz umrandet. Und wir haben hier noch eine Hundehütte. Und hier ist noch ein Fenster, das ist so weinrot. Das seht ihr aber auch nicht. Ja, so sieht es aus. Und das ist das Dach ganz normal rot. Und von innen ist das ganze Haus. Das sind zwei unserer Themen, die wir heute um 20. Ja. Da liegt noch das Paket von vorhin und die beiden kleinen liegen immer noch drüber. Und wir würden jetzt uns verabschieden für heute, denn heute passiert wirklich nichts mehr, es ist schon spät. Und ja, ich hoffe, euch hat mir wieder dieser Vlog gefallen und ja, ich würde einfach sagen, bis morgen.